Ja, hallo, Harry Brain hier. Im Rahmen eines Passaroundes wurde mir das Wanger Observer Custom Messer zum Testen zur Verfügung gestellt. Und wenn es euch interessiert, was ich von diesem Messer halte, ob es als Buschkraftmesser taugt oder nicht, dann würde ich sagen, bleibt da einfach dran. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist das Wanger Observer im Rahmen von dem Passaround zu mir gekommen. Das Passaround wurde gestartet durch die Facebook-Gruppe European Passaround Group. Einen Link dazu habe ich mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Und ja, so kam das Messer halt einfach zu mir. Ich habe das Observer jetzt seit ein paar Tagen bei mir. Ich habe es auch schon mal getestet. Betonen, schnitzen, schneiden. Funktioniert wunderbar. Aufgenommen habe ich das jetzt nicht. Es gibt genug Videos, wo damit betont, geschnitzt und geschnitten wird. Wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut euch einfach die Videos an. Ihr findet davon einige auf YouTube. Bevor ich euch jetzt meine Meinung zu dem Messer mitteile, gibt es erstmal ein paar harte Daten und einen optischen Blick darauf. Und zwar sind alle Observer-Modelle aus dem 440C-Stahl angefertigt, der auf eine Härte von 58 bis 60 Grad Rockwell gebracht wurde. Das ganze Messer ist 21 cm lang und wir haben 9,1 cm, die auf die Klinge fallen. Die Klinge selber ist 5 mm stark und es ist ein Flachschliff angebracht mit sekundärer Schneidphase und Schleifkerbe. Die Griffschalen sind aus G10, die gibt es in verschiedenen Farben und sie sind verschraubbar und somit kann man sie auch wegmachen oder halt dementsprechend für seinen Geschmack austauschen. Zum Observer selber gibt es eine Kydex-Scheide, die von der Passgenauigkeit richtig gut ist. Da wackelt das Messer so gut wie gar nicht drin, also der sitzt wirklich sehr stramm, klackt gut ein, lässt sich gut ausflippen. Und es ist auch ein Gürtelclip dabei, der es mir ermöglicht, das Messer waagrecht oder senkrecht zu tragen. Ich habe schon gesagt, es gibt G10-Griffschalen in verschiedenen Farbvarianten. Wir haben hier einmal das schwarz-rote G10. Dann haben wir das olivschwarze G10. Und wie vorhin schon gezeigt, das schwarze G10. Die Grundform von allen Messermodellen ist gleich. Der einzigste Unterschied ist einmal die Farbkombination vom G10 und einmal, dass es hier das Observer mit einem Chimping hinten und vorne gibt. Alle drei Messer haben, wie gesagt, einen Flachschliff, eine Schleifkerbe, zweite Schneidphase, die schraubaren Griffe und hier am Fingerguard sind alle Kanten schön sauber abgerundet, gebrochen. Also hier ist keine scharfe Kante, die hier für einen Hotspot irgendwie sorgt. Die sind wirklich schön abgefasst. Hier sieht man es ein bisschen und gerundet. Das ist eigentlich echt gut. So, was bei jedem Messer auf jeden Fall ist, ist der abgerundete Klingenrücken. Hier kann man es einigermaßen erkennen. Hier sieht man es, dass der Klingenrücken hier abgerundet ist. Das ist bei allen drei Messermodellen gleich. Hier sieht man es auch nochmal. Der Klingenrücken ist einfach komplett abgerundet. Da ist keine scharfe Kante und nichts dran. Bei der Chimping-Variante haben wir das Daumen-Chimping hier vorne sitzen. Das ist eigentlich von der Entfernung gut angebracht, dass der Daumen da auch schön drauf liegen kann. Man hat ein bisschen Spiel, je nach Handgröße und Handhaltung ist es eigentlich gut dimensioniert und sitzt auch an einer guten Stelle. Und das Chimping hier hinten, ja, das ist halt einfach da. Merke ich jetzt keinen großartigen Unterschied, ob das da hinten ja vorteilhaft ist oder nicht. Also
ja, es, denke ich mal, ist wenn Geschmackssache und vielleicht ein optischer Aspekt. Was die Verarbeitung angeht, sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die sind nicht gravierend, aber ja, wenn sie mir aufgefallen sind, sage ich sie auch. Das ist ein bisschen die Passgenauigkeit der Griffschalen, die ist nicht immer hundertprozentig. Da gibt es immer mal wieder einen leichten Überstand an verschiedenen Stellen. Genauso auch wie Überstände der Schrauben im Griff, was hauptsächlich in den ergonomischen Kuhlen hier im Griff auffällt, ist aber auch nicht gravierend, weil es in der Handhabung nicht wirklich stört. Und die zweite Schneidphase wirkt hier hinten an der Schleifkerbe einen kleinen Peak auf, der vom Anschliff einfach kommt, aber mit einmal Nachschleifen ist es soweit beseitigt. Das waren jetzt so die kleinen optischen Sachen, die mir aufgefallen sind, und jetzt kommt meine persönliche Meinung dazu. Meine persönliche Meinung beruht natürlich darauf, was ich persönlich von dem Bushcraft-Messer erwarte, was es für mich können muss. Klar, es muss schneiden, es muss schnitzen, ich muss vielleicht Kleinigkeiten damit hacken und betonen können. Das alles ist mit dem Observer soweit eigentlich bedenkenlos möglich. Was mich persönlich gewaltig stört, ist, dass das Wanger Observer einen komplett abgerundeten Klingenrücken hat. Der verhindert, dass ich damit einen Feuerstahl anreißen kann und dass ich irgendwelche Sachen schaben kann, aufrauen kann. Das funktioniert mit dem abgerundeten Klingenrücken absolut nicht. In der Beschreibung wird damit geworben, dass der abgerundete Klingenrücken eine schöne Handführung hat, wenn ich den Daumen auflege. Kann zwar möglich sein, aber das ist für mich bei einem Bushcraft-Messer nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern für mich ist einfach der praktische Aspekt im Hintergrund, und das ist ein scharfkantiger Klingenrücken, weil der mir einfach viele Möglichkeiten bietet, das Messer einzusetzen. Und das hat dieses Messer definitiv nicht. Die Variante mit dem Chimbing ist Geschmackssache. Für mich bringt das grobe, raue Chimbing eigentlich nicht wirklich viel. Die rauen Kerben sind zwar da, sie stoppen den Daumen ein bisschen, aber sie sind natürlich auch schön mit abgerundet, wodurch die Griffigkeit verloren geht. Ein feines Chimping wäre für mich da angebrachter. Das Chimping bei der Variante hier im hinteren Bereich erfüllt für mich absolut keinen Zweck, weil es in der Handhabung für mich nichts bringt, wo der Finger, die Hände da irgendwie gestoppt werden, und ist für mich, glaube ich, ein optischer Aspekt, mehr eigentlich nicht. Wie gesagt, ein Chimbing für mich wäre ein feines, griffiges Chimbing schöner. Da sollte man vielleicht auf den praktischen Aspekt setzen und nicht so viel auf den optischen Aspekt. Der Griff selber bei dem Observer liegt soweit gut in der Hand. Was mich jedoch stört, sind die G10-Griffschalen. Sie sind sehr glatt und dadurch ist eine Haptik für mich einfach, ja, es ist einfach keine schöne Haptik. Es ist glatt, es ist rutschig. Wenn ich feuchte Hände habe, liegt es einfach nicht mehr so gut in der Hand. Da würde ich mir wirklich Mikata oder irgendwie ja, Holzgriffschalen oder irgendwie angeraute G10-Griffschalen wünschen, damit es einfach besser in der Hand liegt und nicht so rutschig ist. Ansonsten ist die Handlage von dem Messer okay. Ich persönlich könnte den Griff ein bisschen dicker gebrauchen. Grundsätzlich bekommt man für die knappen 70 Euro kein schlechtes Messer. Und die ganzen Geschichten wie mit dem Klingenrücken und die Handhabung, die G10-Griffschalen, das Chimbing, das sind im Endeffekt persönliche Sachen, das sind Optiksachen, ob man es mag oder nicht. Und somit muss sich jeder selber entscheiden, ob er auf das Messer abfährt oder nicht. Es tut, was es tun soll. Man kann damit seine Bushcraft-Arbeiten leisten und somit liegt die Entscheidung einfach bei euch, ob ihr auf das Messer abfahrt oder nicht. Ja, das soll soweit auch gewesen sein. Meine persönliche Meinung, mein Fazit zum Wanger Observer Custom. Wen das Messer interessiert, schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zum Dirk Wangersheim Messershop. Da könnt ihr euch das Messer nochmal genauer angucken. Da könnt ihr es euch bestellen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich danke euch fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, dann seid ihr dabei, wenn es ein neues Video gibt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.